Willkommen zurück bei Let's Play Inazuma 11. Wir sind von einer spannendsten Stelle, die man sich vorstellen kann. Wir sind im Finale gegen Zeus Junior High. Es steht 1:1 und wir sind in der ersten Verlängerung, die auch schon vorbei ist. Und das nächste Tor kann alles entscheiden. Also gut, wir sollten dieses Spiel jetzt wirklich beenden. Was zum Geier? Nicht so schlimm, ich sehe gerade, mein Controller ging kaputt, mitten im Spiel, das ist ja mal krass. Rest in Peace. Aber gut, den brauche ich nicht. Aber das ist mein geiler Super Nintendo Controller, fuck. Den habe ich so geliebt. Naja, muss ich einen neuen kaufen. Hat ja nur 3 Euro gekostet. So. Dann spielen wir weiter mit der Maus. Also gut, wir sollten dieses Spiel jetzt wirklich beenden. Hehehe, überlass das einfach mir. So, 1:1. Moment, ich guck mal kurz was. Ich hatte gerade keinen Ton, das war schon ein bisschen komisch. Na egal, nicht so schlimm. So, auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Zweite Verlängerung und los geht's. Konnte ich gerade nicht aufheilen. Na egal. Gut, trotz epischer technischer Mängel geht es weiter in der zweiten Verlängerung. Und es läuft ziemlich gut, außer der Schuss war nicht gerade so das Beste, was man sich wünschen kann. So, gut, dass aber Sharp so gut zu Fuß ist. Der dreht es nicht weg. Oder besser gesagt, ab. Komm schon, Cosplay. Komm schon, Wolfie. Du grätschst die mal. Nein, nein, nein. Samson, finde die mal. Meine Maiskerstenspieler Aphrodite. Komm schon. Genau, bleib 3 Stunden stehen. Das ist das Beste, was man machen kann. Einfach mal nach vorne spielen. So, Ballzauber. Und der entscheidende Schuss. Dunkeltornado. Burns. Ich hoffe, der geht jetzt rein. Das wäre so episch. Schade, das wäre zu geil gewesen. Aber naja, konnte man nichts machen. Aber Wolfie ist mal wieder am Ball. Dann versuchen wir es halt nochmal. Danke, Apollo. Komm schon. Ein bisschen nach vorne. Jetzt lauf doch mal meine Fresse. So, du spielst nachher ins Türchen. Ach stimmt, der Controller geht ja nicht mehr. Gott verdammt. Blitzschibitzer. Okay, die zweite Verlängerung ist auch schon fast vorbei, sehe ich gerade. Es wird ein Elfmeterschießen. So, Leute. Jetzt kommt das Elfmeterschießen. Verliert das bloß nicht die Nerven. Ganz zurück, okay? Ich fasse es nicht, dass sie es so lange durchgehalten haben. Keine Sorge. Die große Mutter Erde steht uns bei. Gab es bei denen eigentlich Gaia? Die Göttin der Erde, überlege ich gerade bei den Griechen. Na egal. Es geht zum Elfmeterschießen. Etwas, wie ich bestimmt sehr fällen werde. Kann ich hier noch irgendwas drum ändern, oder? Aber wahrscheinlich die Reihenfolge der Spieler, die da rumballern. Gut, aber es ist zumal sehr schön, dass ich Leute mit Schusskraft zwischen 50 und 60 habe. Zweite Gleis müssten die alle so um die 50 rum haben. Außer ein paar, die ein bisschen noch nicht so ganz hochgelevelt sind. Wie gesagt, hatte ich keinen Bock drauf. Ja. Der ist noch besser. Na gut, die kommen dann zum Schluss.
Da wird es hoffentlich schon entschieden sein. So. Wo habe ich dich denn jetzt hin? Rechts oben. Fuck, das sieht gut aus. Für ihn. Der nächste Schuss geht garantiert ins Tor. Vielleicht bekommt ihr den Ball nicht in unser Tor. Gut. Sehr realistisch übrigens, dass wir hier ballern und hier ballern. Finde ich schon mal sehr cool. Gut, wie willst du denn hinballern? Ich denke irgendwie auch oben, denn die meisten schießen oben hin. Könnte aber auch eine Taktik sein, um nach unten zu schießen. Aber ich denke mal... Rechts oben. Ach, bitte, bitte, bitte. Sieht eher mittig aus. Gut, es sieht wunderbar aus. Gott, wie spannend. Hm, Respekt. So, jetzt sind wir an der Reihe. Gut, du ballerst nach unten links. Um ein bisschen aus der Fassung zu bringen. Ha! Der ist drin! In your face! 1:0. Und unterschätzt uns bloß nicht. Keine Sorge. Dieses eine Tor von denen macht uns gar nichts aus. Okay, Aphrodite. Was heißt das, du und ich? Du schießt rechts unten. Bitte, bitte, bitte. Nein! Wie konnte das passieren? Ich weiß es nicht. Wenn du immer nur auf mich schaust, ist es ja kein Wunder, dass du das Tor so unbewacht hast. Wenn du immer nur mich anschaust, ist es ja kein Wunder, dass das Tor so unbewacht ist. Tja, du bist ein bisschen sexy. Auch wenn du wahrscheinlich ein Typ bist, deshalb kann ich nicht anders. Die sind stark. Aber wir dürfen das Spiel trotzdem nicht verlieren. So, Sam. Ab durch die Mitte. Ja, das sieht gut aus. 2:0. Wie gefällt euch das? Okay, meine Rechnung auch müssen wir noch einmal reinballen, dann haben wir ihn. Tja, so ist das eben im Fußball. Keine Sorge, dieses eine Tor von denen macht uns gar nichts aus. Das muss ich nur noch verteidigen, dann ist der Käse schon fast gebissen. Aber wo ballen die jetzt hin? Wo ballert der mit seinem Römerhelm hin? Links, rechts, links, rechts. Oder unten oder vielleicht in der Mitte sogar. Ich hoffe, rechts oben schießen noch die meisten. Ich hoffe, der schießt nach rechts oben. Komm schon, komm schon. Oh! Fuck! Nein! Ich will in den Topf fallen. Das ist das Tore schießen ein Kinderspiel. Die sind stark. Aber wir dürfen das Spiel trotzdem nicht verlieren. Okay. Das ganze Spiel wird jetzt mit diesem Schuss entschieden. Wie gehen wir durch jetzt einen Cut machen, aber ich kann das nicht. Okay. Wo schieße ich jetzt hin? Wie wär's mit... Machen wir stylisch. In die Mitte. Wie sie es verdient haben. Hurra! Tja, so machen wir weiter. Ein Treffer gegen mich? Ach, ich dachte, jetzt haben wir schon gewonnen, wenn wir 3 drin haben, für 3 von 5. Gut, wir müssen nur noch einmal verteidigen. Okay. Es wird immer spannender und spannender. Ich denke doch, dass sie... Eieiei. Was mache ich denn? Ich bleib mal mittig. Dann habe ich immer noch zumindest eine Chance. Komm mal schon. Nein! Wie konnte das passieren? Wer den Torraum beherrscht, beherrscht auch das Spiel. Ja. Ich habe nur einen Moment lang nicht aufgepasst. Und alles liegt an Nathan.
Alles wird mit diesem Schuss entschieden. Das gesamte Turnier. Die Niederlage der Zeus Junior High. Was nehme ich? Fies von unten? Scharf von oben? Oder die Mitte? Tja, ich würde sagen... Ich weiß nicht. Alles wird natürlich den Schuss entschieden. Das komplette Turnier. Natürlich genau da, wo es weh tut. Mitten in die Fresse. Ja! Wie gefällt euch das? Aber ich glaube, jetzt können die immer noch eins machen, oder? Mit weniger gehen wir uns nicht zufrieden. Ein Treffer gegen mich? Okay, den muss ich aufhalten, dann haben wir das Spiel gewonnen. Okay. Was mache ich denn? Ich versuch's mal rechts oben. Selbst wenn wir den nicht kriegen, gibt es eigentlich ein zweites Elfmeterschießen oder gibt es dann noch eine Verlängerung? Ich weiß nicht. Also entweder gewinnen wir oder es ist immer noch unentschieden. Gut, ich würde sagen, rechts oben. Bitte schieß dahin. Nein, in der Mitte, oder? Gott! Verdammt mich doch! Nein! Oh, so geht's weiter, gut. Hehe. Wie schmeckt euch mein feuriger Schuss? Die sind stark. Aber wir dürfen das Spiel trotzdem nicht verlieren. Gut, so wie es aussieht, ist der ganze Part ein Elfmeter-Part. Tut mir leid, war eigentlich nicht geplant, aber die sind echt stark. Sogar fast so stark wie ich. Aber ich denke, meine Technik setzt sich durch. Nein, verdammt! Der nächste Ball geht garantiert rein. So leicht bekommt ihr den Ball nicht ins Tor. Okay, den muss ich aufhalten, sonst habe ich verloren. So konnten sich den Spieß einfach umdrehen. Ich kann es nicht fassen. Ich hoffe... In die Mitte. Nochmal passiert mir das nicht. Los Leute, zeigen wir es ihnen. Und in die Mitte. Denn jetzt habe ich sie aus der Fassung gebracht. Jetzt müssen wir noch einmal verteidigen. Und wir haben das Spiel für uns entschieden. Wir haben den Sieg schon in der Tasche. Keine Sorge. Dieses eine Tor von denen macht uns gar nichts aus. Okay, Mark. Es hängt alles von dir ab. In die Mitte wieder. Oder haben wir jetzt einen anderen Plan? Zuerst wird es so, entweder ich halte ihn auf und wir haben gewonnen, oder ich halte ihn nicht auf und es geht weiter. Also kann eigentlich theoretisch nichts passieren. Und es ist eine 20%ige Chance. Wie schon so oft. Ich bin mal risikofrei und risikofreudig und sag. Rechts oben. Fuck. Wie konnte das passieren? Da denkt man, die schießen nicht mehr in die Mitte und dann sowas. Meine blitzartigen Schüsse sind echt eben unhaltbar. Ich habe nur einen Moment noch nicht aufgepasst. So, Decker. Ey, Shadow, sorry. Hau ihn rein. Harte Arbeit zahlt sich aus. So, das war Spieler Nummer 8. Und
Wie gefällt euch das? Keine Sorge. Dieses eine Tor von denen macht uns gar nichts aus. So. Gleiche Situation wie früher. Und was ist, wenn wir alle Spieler durch haben? So. Kann ich es nach 5 Minuten so rauszögern? Das wäre übelst episch. So, ich hoffe, der schießt in die Mitte. Hoffe ich zumindest hier. Nein! Rechts unten. Wie konnte das passieren? Ich schieße nie daneben. Die sind stark. Aber wir dürfen das Spiel trotzdem nicht verlieren. Ja, Marc, das weiß ich. Also zumindest klappt schon mal immer der Ausgleich. Da ist der NPC doch ein bisschen zu doof. Ja, sehr gut. Keine Sorge. Dieses eine Tor von denen macht uns gar nichts aus. So. Die schießen meist nach rechts, sie haben noch nie so richtig nach links geschossen. Das ist schon auffällig. Also das ist eher so eine 33%ige Chance. Aber soll ich jetzt in die Mitte gehen, zur Sicherheit oder bei den Seiten? Rechts oben. Komm schon, halt ihn auf. Nein! Jetzt müssen die nach links schießen. Ausgerechnet jetzt nach links. Das entspricht völlig unseren Erwartungen an dieses Spiel. Kein Grund zur Aufregung. Ich habe nur einen Moment noch nicht aufgepasst. So, Cosplay. Hau ihn rein. Ich kann es nicht mehr so spannend kommentieren, das Reinschießen, denn es ist immer dasselbe. Wie gefällt euch das? So. Das war Spieler Nummer 10. Wie gefällt euch das? Ein Treffer gegen mich? Gut. Normalerweise müsstest du der Letzte sein. Also die Auswechselspieler schießt auch noch, aber ich denke irgendwie nicht. Da wird das alles offen. Jetzt schießen er auch noch links. Ja, vielleicht sollte das nur sein, um mich zu verwirren. Hm. Wie wird dieses Match wohl ausgehen? Ihr könnt es euch schon denken, oder? Natürlich. Wie das ausgeht, seht ihr im nächsten Part. Also danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Inazuma 11, wo der letzte Ball ins Tor rollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.